Okay, eigentlich hatten wir auch den Logistikauftrag in Ovalestan, nach Ovalestan zu fahren. Das mussten wir ja leider canceln, weil uns was dazwischen gekommen ist. Jetzt haben wir einen Extremeinsatz, und zwar, wenn ihr mal eure Karte öffnet, im Nordosten in Mini-Al-Malak wurde ein Anschlag auf einen unserer Patrouillenfahrzeuge verübt. Das heißt, dort sollten sich noch EODs befinden, IEDs befinden. Die sollen wir aufklären und entschärfen. Genauso, also das eine ist auf der Straße, wo der Anschlag verübt worden ist. Das andere ist an so an einer größeren Moschee. Das ist so ein größeres Gebiet, wo mehrere Moscheen draufstehen. Oder zwei große Moscheen. Dort sollen wir auch nachschauen. Sollten wir das erledigt haben, geht es weiter nach Lotto Hafas. Das wäre eine Mehrsatzstellung, die sollten wir noch einnehmen. Und dort werden wir dann so lange verharren, bis unsere afghanischen Kollegen eintreffen und das Gebiet übernehmen. Ja. Wir werden es mit starken Feindkräften zu tun haben. Mini Al-Malak ist ein stark von ISIS und Taliban besetztes Gebiet. Also könnt ihr euch auf was gefasst machen. Notfalls sollten wir uns da mal zurückziehen, wenn es zu hart wird. Ja? Gut. Ist aber ein guter Funkträger, ne? Kannst Ihr du nochmal hupen? Ich macht hab's ja auch genau gehört. Flugsfahrzeuge. Hey. Oh, ich bin Fahrer, also ich kann nicht mehr so gut. Wir machen Führerfahrzeug. Jo. Warum kannst du aufstehen und ich nicht? Ich sitze hier wieder im Dunkeln. Du bist hier unser Videoproduzent, ne? Bist du nach oben? Alles egal. Geschwindigkeit 50, Abstand 50. Kann ja aus dem Fenster gucken. Bist du hier raus? ja, nicht jetzt wirklich rechts. viel, muss ich gerade mal zugeben. Ach du Hallo, Scheiße. Heidi! Hier sind wir ja schon. Wo war denn WP2? Nee, wir halten ja hier erstmal an und laufen dann vor, oder? Dann. So, Team Rot und Blau bewegen sich mal die Straße runter, gucken mal, ob sie Straße einfach was sehen. Und gucken vielleicht mal dann, dass Team Blau sich links in die Häuser begibt und mal auf eigenem Ständig dann da mal gucken, ob wer da irgendwo irgendwas entdeckt, wo ihr euch Deckung geben könnt oder unterstützen könnt. So, verstanden. Hinter mir. Bin immer dran. Wollt ihr nicht total woanders laufen? Leon. Lassen wir die Jungs mal ein bisschen vorlaufen, ne? Bin jetzt nicht so schön. Verdächtiger Müllhaufen voraus. Ja, schon gesehen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich meinen Funk richtig gemacht. Hier gehen wir hier rechts Häuser sichern. Oder mal drauf. Sollen wir die Häuser sichern, Markowski? Ja, guckt da mal rein. Wenn ihr da nichts von seht, geht weiter. Wir wollen jetzt hier nicht bei den Leuten da durch die Buden rennen.
Ja, okay. Sauer. Boah, das wäre eigentlich so ein perfekter Moment gewesen, damit er seine Mühle tritt. Ja, okay. Okay, ist sauber. Ja, gefunden. Ja, yeah. Ihr dreht gleich wo rein, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Ja, ja, ja. Lass mal eine liegen, Trey. Lass mal eine liegen. Kann gleich mal was hinlegen hier. Deine Familie wenigstens auch davon. Schlimm genug. Ich hab da noch so eine Einsatzerinnerung, da ist der Sunny weggerannt, weißt du? Nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich weiß, was du meinst. So, ich hab auch so. Beschütz mich! War der Rauch? Ups. Ich bin der Sunny. Hab einen Armtreffer. Nein, das war der Rauch aus Versehen. Achtung, ich hab noch einen Armtreffer. Wir schrecken, wir sind Achtung, Granate! Wir sind im zweistöckigen Gebäude. Okay, ich rauche jetzt zu und dann. Oh. Rauchen wir links ans Haus ran. Hast du verstanden? Ja. Wer von euch hat denn den Rauch geschmissen? Ich, weil wir keine Deckung haben. Achso. Okay, ich mach so. Da ist irgendwas. Oh, Schuss von links. Schuss von links. Ja, ich bin ein Schockierer. Ich weiß nicht. Ich bin schwer angeschlagen. Ich erst. Ich deck noch. Ja, Tor, du bist gut eingenommen. Hey, wir haben von hinten. Ja. Also, Barkowski, wir haben im Nahbereich was. Ja. Michael, schaut, ob ihr in das Gebäude rein könnt. Ich bin unter dir in dem zweiten Stock. Ja, noch. Aufpassen, wir haben bei uns an unserem Haus auch Kontakte. Ah, ne, ist unser eigener. Okay. Ja. Wo ist hier? Muss in ein Gebäude, Tim. Hey, Reh! Ja, komm hier rein, komm hier rein. Ja. Komm ins Haus! Ich hab Pulli ist ausgefallen. Okay. Okay. Jeder, der verletzt. Bist du hier? Ich sehe nicht gut aus, ich sehe nicht gut aus. Ja, das ist neu. Lass mich mal. Ja! Ich habe schon bald keine Quicklocks mehr. Du teilst gerade nur, was offensichtlich ist. Ich habe quasi alles schon wieder, was es so geben kann. Ich muss mich hier, wenn ich mit Ray fertig bin, muss ich mal kurz um mich selbst kümmern. Ich hab was gefunden! Habt ihr den gesehen? Nö. Alter, was hat der für ein. Okay, Ray ist wieder mehr oder weniger fit, der kriegt jetzt noch ein bisschen Blut und dann darf er auch weiter. Okay, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, ne, ich bin verbunden, das ist weit gut. Alter, Gott sei Dank war das ein Rauch. Alles gut bei Ständen.
Jo. Geht langsam vor, lasst euch Zeit, macht da keinen Stress draus. Jo, wir sind noch festgesetzt. Ich kann gerade echt nicht arbeiten, weil ich das Problem habe, dass Dings ausgefallen ist. Ich versuche den gerade wieder hochzuholen. Hey Micha, du siehst soweit wieder gut aus. Ja, gerne gerade ein paar Typen hoch. Ja, ich bin aber auch angefickt, ey. Aber mein Bein ist sehr ungünstig. Ja, ich mach grad. Jo, ich bin zu. Das ist. Nein. Ich bin Tim, wie geht's dir? Ach, doch. Ah, Scheiße, ich krieg ihn nicht. Er ist um die Ecke oben da. Oder wo bist du? Hey. Ey, wie viel 100 Treffer braucht er? Weiter, Mann, Tim. Tor! Hä? Alter. Ja, hast du gesehen? Ich hab. Ey, wir reichen nicht. Ja, ich lege. Muss mir mal meinen Arm schnell verbinden. Ich glaube, ich könnte hier drüben meinen Sanitäter gebrauchen. Tor. Ich krieg Kuli so nicht hoch. Oh. Ja. So verstanden. Markowski, Achtung, wir schießen vor den Hausgranaten. Wir werden jetzt auch ausgefallen. Ich muss mich gerade um den kümmern. Alles gut, wir sind im Gebäude. Solange du nicht ins Gebäude reinwirfst, ist mir das Latte. Bin noch da? Die sind ja übelst. Micha, ist da ein Garagentor, was du zumachen kannst? Ja, ich hab's zugemacht. Okay, dann bitte mal die Tür hier sichern, weil da kam mal einer rein, hat Ray umgeballert. Aua! Die sind übelst resistent, ich hab mal ein halbes Magazin auf den eingeballert. Ja. Kannst dann noch okay, mal ich brauche Arm jetzt hin. Sofort einen Sanitäter, sofort! Ich blute wieder. So, verstanden, ich tu mein Bestes, um rüberzukommen. Ray, ne Quatsch, Michael, nein. Okay, wir gehen jetzt hinten wieder raus. Hat jemand noch Raumgranaten? Ich hab keine, die Lage. Okay, dann einmal austreten. Ich mach immer letzter jetzt einfach. Wollen wir hinwerfen? Okay. Richtung, warte, lass mich Straße. Richtung Osten, also die Straße quasi. Ich geh hier raus, alle austreten bitte. Nicht alle hier in der Tür stehen. Jo, leg ich gerade rauf. Jo, leg drauf und dann gehen wir rüber. Ah, nee, nee, nee. Ah. Schön. Geil. Jetzt oder nie, Jungs. Okay, dann los. Gut vor. Okay, dann wollen alle einfach kämpfen. Hier kommt wieder mit dir am Grab. Jungs, ich kann nicht mehr rennen. Wir gehen in den Süden rein. Richtung Süden. Ja, so schon. Ray, halt den Eingang einfach vor. Geh hier rein, den Komfort. Ja, ich bleib vorab. Ich geh in den ersten Stock hoch. Jo, einfach hinlegen und den Eingang halten, dass sich keiner überrennt. Markowski, lebst du noch? Hey, du bist in dem verfallenen Haus da, oder wo? Ich bin da, wo wir eben waren. Aber sagt Bescheid, wenn ihr wieder reinkommt. Ich hab einen nervösen Finger. Ja, ich bin hier am unteren... Am Südende, am Westende. Micha, ich brauch dich sofort mal hier bei uns, bei Alpha. Dass du mir Deckung gibst. Ey, sag mal, hab ich was in der Ohren oder schießt hier einer? Ja, hier schießt einer. Er ist im Gebäude drin und der macht da irgendeinen Quatsch. In welchem? Ist drin ausgefallen. Und ich
gehe da bestimmt nicht vor. In dem hier vor uns, oder was? Hä? In dem großen hier vor uns, oder was? Ja, in genau dem. Da müssen Parkowski, Kuli und Tim liegen da bewusst drin. Die Kämpfe sind übelst resistent. Pass bloß auf, wenn die hier... Also... Achtung, an der Ecke muss vor auch... Vor uns! Hab ich. Sehr gut. Oh, ich bin schon wieder halb tot da. Ach du Scheiße. Der macht schon wieder einer komische Geräusche. Also das Gebäude ist jetzt sauber hier drinnen. Gut, ist ja da. Schön. gut, ich nähe dich noch kurz und dann gucken wir drin, was wie wir jetzt noch die anderen retten können. Tönnke kannst du abnehmen, ich jetzt mal. Okay, super. Okay, Tim, lass mal erstmal liegen, der ist mal nicht so lange geworden. Parkowski, hier. Ach du Heilige. Nee, der ist tot. Also guck, ohne Spaß, guck dir mal Parkowski an. Micha. Der hat am Kopf. Meine Güte, was hat dem denn erwischt? Ein Panzer oder was? Das macht tatsächlich keinen Sinn. Die haben die ganze Zeit auf Parkowski draufgeballert. Der ist weg. Und Tim ist auch weg. Okay. Ich bin mal oben. Du? Okay. Also bei Parkowski, den kriegen wir nicht wieder. Niemals. Ja. Den kriegen wir nicht zu nennen, das wird nichts. Leute, versucht das Ding da zu schärfen. Tor mit nach zu den anderen wieder hin. Status-Update, Jungs. Ich wollte gerade sagen. Wiederholen. Ich bin auf dem Weg zu dir und dann entschärfen wir. So, wir gehen nach oben. Was vom Rest? Komm gerade hinterher. Wir haben irgendwo noch einen Scharfschütze. Ich vermute nordwestlich auf den Hügeln. Ah, kann ich bestätigen. Scharfschützen nordwestlich Hügelkette. Gut, dann. Scharfschütze, Micha. Da musst du gegenschießen. Ja, ich hab extra. Ich hab noch nicht gedeckt, aber sobald ich rausgehe, hörst du, wie er es patcht. Scharfschütze ist ausgeschaltet. Kuli hat ihn mal eben weggesäbelt. Alright, ich nehme auch nochmal. Ja, bitte. Und ein Epi. Hallo. Hallo, Tim. Wie viel Mist? Geht so. Okay. Nur noch ein EP, bitte. Schießt aber noch, du? Ja, ich sehe ihn, Achtung. Schießt ihr gerade? Moment. Von der? Ah, wir haben immer noch einen in der Hügelkette. Aber Tim ist dran. Der ist da unten am Fluss. Moment mal. Okay, Micha, ich bin dann so. Richtig. Du hast jemanden gut gemacht, Tim. Oh. Nein. Vorsicht, hier laufen noch Zivilisten rum, gell? Was ist mir egal. Aussehen. Achtung. Ich bin euch hier wieder blind. Moment, war der falsche? Ich falle durch die Decke. Wir haben hier 295 Grad, ich muss nachladen. Jawohl, ich übernehme. 295, ich muss nachladen. Er rannte nach links weiter. 295. Ich hoffe, es war keiner von uns. Läuft da auf dem offenen Feld rum. Der wurde jetzt mit der Granate getroffen. Keiner von uns? Ja, hoffentlich doch. Aber wer schießt? Hoffentlich. Ja, alles klar, nimm's zurück. Also da habe ich mal einen Feind gesehen und was ist, ich muss nachfragen. So Jungs, schießt euch da aber bitte nicht fest, trotzdem müssen wir uns ein bisschen fortbewegen.
Wo ist denn mein Reh eigentlich? 24 Grad im Haus mit der aufgebrochenen Wand. Oben, erster Stock, ist eine Person drin. Ich. Ich geh. Ja, rot. Einfach rot. Boah, Tor, gib mir bitte noch ein EP. Noch ein EP? Ich geb dir mal ein bisschen. Ich geh mit Micha so lang. 24 Grad? Da hab ich gar kein Haus. Unter Pumpen hör ich dann. Nee, war bei denen. Ich geh nicht. Jo, warte noch ganz kurz. Also, müssen wir direkt noch ein bisschen Boost rein, dann siehst du das eigentlich komplett irgendwie nicht mehr. Wo gehen wir eigentlich hin, jetzt nochmal teilen? So, Schmerz hast du? Keine Ahnung. Ist markiert. Okay, dann auf geht's. Ist definitiv bewaffnet. Thor? Ja? Geh mit Micha das Haus klären, wo die Pfand gemeldet haben. Ja, mach das. Komm, Micha! Oh, wir werden sterben. Jo. Ich lauf einfach hinter Ray her. Ja, wir laufen mal vor und suchen die Minen. Hinter Ray. Boah. Da hat jemand auf den Baum geschossen. Ja, komm weiter ins Haus ran. Oh. Was ist denn in dem Land los, sag mal? Ich gehe in das Haus raus. Ja, los, die sind aber alle scheiße drauf in dem Land, sag mal. Hinter uns reden! Ist er da? Ja. Ey, pass auf, da kommen einige von hinten. Von hinten? Sonst kommt rein ins Haus hier. Ja, ich habe einen von hinten weggenommen. Ja, warum? Und die sind scheiße gut getarnt. Ja, ich kann sie nicht aus dem Film, da stehen zwei. Komm rein, komm rein. Wir haben leider keine Ahnung, auf das Gebäude, auf das von euch geschossen wird. Oh. Jemand verletzt hier? Nö. Konnten diesmal wegnehmen, bevor er mich niedergemäht hat. Achtung, Jungs, direkt das Haus vor euch, wo es die Treppe nach oben geht, wo die Mauer aufgebrochen ist, da ist einer drin. Nee, an das Fenster gehe ich nicht. Dieser Hunde so. Hinter! Der liegt hier immer noch, ey. Ja, ich seh ihn. Sind sie endlich verreckt, der sagt? Ja, scheint so. Okay, ich denke, wir können weiter. Gut, dann. Achtung, da wo ihr die ganze Zeit draufgeschossen hast, krabbelt ein Zivilist unten jetzt. Okay. Aber die auch. Also ist noch nicht viel mit rausgehen. Ja, der sitzt bestimmt irgendwo in diesem Kack-Kornfeld oder in diesem Kack-Feld vor uns. Sag mal her. Wo? Ja, in dem Feld da vor uns. Aber ich sehe ihn nicht. Ah, der ist da weiter hinten. Nee, das muss weiter rechts sein. Aber du bist doch blind, Mann. Geh weg, geh weg. Ja, ich bin blind, ja. Ich sehe nichts. Nee, auf Dach auf Bär. Mein Tor. Es gibt es doch nicht. Ich sehe es. Ray, siehst du irgendwas, was auf uns schießt? Ich nicht. Jungs, versucht mal von dem Punkt an Richtung Osten zu gehen und an den Mauern lang zu Ziel 1. Wir können, können da rein. Ich renn mal vor. Ich sehe da gar nichts. 112 Grad. 112 Grad. Da sind mindestens noch zwei Tangos nach links gelaufen. Tor, kommst du mit mir hoch? Er ist da gerade umgefallen, ihr oder der Gegner? Der Gegner! Erstaunlicherweise.
Ja, okay, dann geben wir jetzt weiter Richtung Z1, oder? Wir hatten hier was schwarz eingeklingelt. Bulli, war der mit davor. Kann hier was sein? Ja, hier war der Feind. Der Feind war hier. Ja, okay, Ray. Ja, ich bin bereit. Könnt ihr zwei vorspringen an den Schein? Ja, springen ist nicht so gut, aber... Ja, lauf. Davor liegt auch noch Müll rum, da könnte eine Mine sein. Der krabbelt ganz entspannt den Zivilist durch die Gegend. Oh. Tu's nicht. Okay. Könnt nachkommen. Wenn ihr am Stein seid, kommen wir nachher. Nee, stimmt, lass mal hier, stimmt. Lass von hier aus Deckung gehen. Okay, ihr dürft das Ding alleine sichern, wir bleiben hier. Ach, sehr lustig. Wenn ich das gewusst hätte. Echt? Für sowas habe ich mir nicht freiwillig gemeldet. Du wurdest dafür freiwillig gemeldet. Kann hier was sein? Da vorne auf der Straße, wa? Ich schick meine Hand hier hoch. Mich jetzt so ganz vermutlich der Explosionsort ist sauber. Gut, dann ist Z1 gesichert. Ja, okay, wir kommen gerade zurück. Wir holen gerade beide Fahrzeuge und kommen dann zurück. Okay, ID gefunden. 20 Meter die Straße voraus. Ja, Kuli, wir fahren bis zur Kreuzung. Ist entschärft.
lass die Fahrzeuge hier stehen. Und ist? Ja. Könnte Artillerie gewesen sein. Eine Mörserstellung. Gut, wie sieht's aus? Ist da vorne sonst noch was? Negativ. Wollt ihr die liegen lassen oder mit einsammeln? Sammel die mal ein. Pack die ins Fahrzeug rein und in Ruhe. Da hast du Platz, Micha. Also, ich muss sagen, ich habe auch in der Hand hier jetzt nichts gesehen. Ja, dann sind die wohl weg. Wurde vorher schon gesagt, dann sind die abgeschnitten. Dann müsst ihr mit dem Fahrzeug vorkommen, wir haben keinen Platz im Rucksack. Ich hab noch kann Platz ich die Chance ich geben, dass mein Sandmaterial nachfüllen? Das Sandmaterial ist im ersten oder im zweiten Fahrzeug drin. Wo sind die Granaten? Was? Der da Pankowski hat sich schon. Ganz kurz jemanden Scheiß auf. Gut, wollte ich gerade sagen, dann rüstet euch mal ganz schnell auf und danach geht's gleich weiter. Aber Michael, ich könnte dir später mal einen Outing aus meiner Sicht schicken, wenn du willst. Pass bitte trotzdem auf, es könnte mal noch sein, dass hier vielleicht ein paar IDs rumliegen. Augen aufhalten. Bleib stehen! Was denn? Stopp! Warte, der Straße liegt safer. Gut, dann Ray. Ist Ray da? Nee. Ray ist gerade leider, Ja, ich bin wieder da. Okay, ist wieder da. Fax. Wenn ihr da vorne überprüfen sollt, macht bitte schnell, ich möchte nicht stehen. Wir haben vorne was wahrscheinlich. Team Rot geht sichern, wir halten vom Fahrzeug aus. Zwei Zivilisten aus dem Rückraum. Wo habt ihr was gesehen? Ja, das ist mitten in der Straße. Das ist nur Müll oder ist es eine ID? Wo ich jetzt bin, ist Müll. Ja, überall? Okay. Gut, dann können wir wieder aufsitzen. Komm ich ja. Ich hol Ray davon ab. Ja, warte mal, da vorne ist noch was, das kontrolliere ich noch. Was wäre so nice, wenn ich jetzt neben Ray in die Luft sprengen würde, ne? Die Zivilisten kontrollieren das schon für dich. Ja, ja. Ich bin relativ sicher, dass da keiner. Dann hat man noch gesehen, wie Ray ganz, ganz gepflicht Abstand hält. Ich steig mal aus, wenn da jemand auf den schießt da. Ja, okay. Die ganze Straße ist mit Müll voll, wer weiß. Naja, die Seitengassen auch. Ja gut, dann checkt nur die Straßen ab, los geht's. Absetzen, checkt nur die komplette Straße ab. Hey, runter! Kontakt gekämpft! Ja gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Sichtweite. Ja, dann steigt den.
Halt einmal die Augen offen, ob du irgendwas siehst, links und rechts. Jo, mach ich. Wieder so ein scheiß Müll vor uns, ey. Da, egal. Ist keine Pack drin. Auf! Bin sicher. Okay. Ja, war ich mir sicher. Was da hinten? Oh. Boom! Ja. 1 Zentimeter weiter dran. Gesehen, tatsächlich. GHB erreicht. Achtung. Gut. Ah, ich mach Müll. Warte, die kam von vorne, die Panzerfaust. Panzerfaust kam aus Osten. Achtung, rechts. Angefahren. Ne, es war ein Blatt, auf das ich geschossen habe. Nö, tut mir gefallen, wenn wir Panzerfaustbeschuss haben, steigt nicht in die Fahrzeuge ein, bleib weg von den Fahrzeugen. Soll gelb jetzt den gelben Weg gehen? Richtig, genau. Gelb geht den gelben Weg, blau geht den blauen Weg und rot geht den roten Weg. Oh, auf geht das, Jungs. Ich bin angefahren, Entschuldigung. Bin auch angefahren. Dann verbindet euch mit, dann warten wir. Blau geht als erstes. Gelb ist Deckungselement und blau ist Deckungselement. Beschert nicht so ein Gesenkter, dass euch alle anfahren. Deswegen muss Tim nie fahren. Beschuss, 170 Grad. Wo ist er? Dann üben wir noch mal, das ist noch ein Versuch. Ah! Das scheint schon. Wow. Wow. Achtung, Granate! Down. Richtung Ost. Ausgeschalten. Ich glaube, Kuli, uns hat auch echt nur die Mauer geschützt. Vor? Ja. Gut. Deswegen habe ich gesagt, Achtung, Granate. Oh, Achtung, Müll. Vor mit der Panzerfaust. Ach so, ja. So, Jungs, auf geht's. Auch einer Richtung Ost, Straße. Autokontakt Richtung Süd. Lade. Ja, komm, Ray, du gehst nach vorne. Ja. Achtung, der Springer. Ray, das ist der falsche Weg. Wir gehen unsere Strecke. Was geht das? Jo, ja. Richtig. Bis Vorderster, ich bin Zweiter. Nach links, Kuli. Gelbe Linie. Bin hoch, du bist tief. Ja. Brauchst du Hilfe? Ja, Kuli ist down, ich glaube ja. Hier rot ist halt kurz sicher, einer. Jo.
Eine ulkige Meldung. Sollen wir hier irgendwo eine Wand einreisen oder wie? Und, wo ist das? Scheiße, rein. Auf seiner Mauer. Weiße Granate. Das sieht, glaube ich, nicht gut aus. Wo ist denn der? Wir haben hier schweren Beschuss. War ja ausgefallen. Ja, wir kommen ich auch gleich raus. Scheiße. Ist ja dunkelrot, fällt gleich aus. Ich glaube, ich habe ihn mit der einen Granate noch erwischt. Wie geht's dir? Ich muss mich verbinden. Gut, mach ich auch. So. So. Auf so. Michael noch da? Ja, wir flicken uns gerade zusammen. Ja, wir kommen zu euch runter. Hey, nicht so, ich glaube, ich habe den, weiß nicht genau. Kuli, ihr kommt gleich nach, ne? Sind unterwegs. Barkowski? Barkowski? Ja. Hast du uns gesehen? Ja, ich bin sorry. Bob, du feine Gatt? Ich bin an der Mauer da. Ich habe eigentlich gedacht, hier geht das rein, das habe ich aber nicht gesehen, dass die Mauer durchläuft. Wir laufen einfach weiter die Straße runter. Bleiben wir zusammen. Ich habe kein Verbandsmaterial mehr und ich bräuchte irgendwie mal. Bin sofort da. Ja, gut, ich bräuchte dann mal EP. So, Kuli ist fertig, Micha. Ich habe mich mit allem verbunden, was ich so hatte. Ach, reicht doch. Gerade so. Ja, ist auch alle, jetzt hab nichts mehr. Marker Alpha. Hast du mir Ebi gegeben, Toy? Ja. Da sind mir noch Herzklopfen. Da müsste aber gleich besser werden. Ich hab dir nochmal Blut gegeben und. Okay. Auch ein Schlückchen Blut für mich? Ja, aber selbstverständlich. Darf ich mir ein Morphinchen geben? Nee. Das mache ich. Ah, ich sehe wieder was. So, jetzt. So langsam sogar was Grünes. Wird sogar wieder richtig bunt. Warte. Ja. Mal gucken, ob ich den hier irgendwo liegen sehe. Ich habe bloß zwei Granaten vorgeschmissen, aber irgendwann Ruhe. Warum sind denn der Soldat?
Ich hab Nickerchen gemacht. Kieperkopf sind alle wieder da und dran. Weit. Dann weiter die Straße runter, wir gehen die Straße runter bis am Ende der Mauer, dann links und versuchen da mal auf das Ziel zu kommen. Los geht das. Hier ist der Sack. Irgendwas erfahren? Das wäre richtiges. Komm ich hier. Weiter, weiter, weiter. Zivilist 100 Meter voraus. Ist hinter der Mauer. Ist geradeaus. Nach Osten weitergehen. Weiter nach Osten, guck, ob wir links reinkommen. Ich glaube aber nicht, oder? Negativ. Mögen Sprengsatz dabei, dass wir die Kacke hier aufsprengen können? Ja, ich habe was dabei. Ja, dann versuch das mal da vorne irgendwo, dass du da vielleicht kriegst ein Loch in die Wand rein. Ansonsten müssen wir den Weg wieder zurücklaufen und vorne reingehen. Das habe ich jetzt natürlich nicht gesehen, dass hier wirklich komplett drum eine Mauer rundherum ist. Gut, pass auf, tut mir mal einen Gefallen. Rot übernimmt das Spreng, blau übernimmt bitte die Sicherung jetzt Richtung Osten und Richtung Süden. Gelb übernimmt Westsicherung. Los geht das. Ja. Sorgt dafür, dass Ray gleich ganz in Ruhe da seine Sprengladung legen kann. Ja, leg mal deine Sprengladung hier. Micha, sicher bitte auf. Okay, Tourniquet kannst du gleich wieder abnehmen. Ja. Aber du musst mir nachher bei Gelegenheit doch nochmal eine EWG geben, das geht nicht weg. Und da vorne ein Ausfall. Ritter, Kontakte Richtung Osten, links hatte ich der Mauer. Achtung, ich bin kurz, Tim. Wer ist platziert? Gut, dann gib mal alle Richtung Westen in Deckung. Cool, wir rücken weiter vor. Alle weg. Warte noch kurz. Alle
wenn alle weg sind, kann Ray sprengen. Daumen drücken, dass die Mauer umfällt. Sie steht noch, war klar. Ja, aber ich, alle meine Wunden sind wieder offen. Boah, wenigstens ein Ziel erreicht. Boah, alles, was sie gerade eben zugemacht hat, ist wieder offen. Ja, ich kümmere mich gleich drum. Muss mich gerade mal um mich kümmern. Ihr wart auch noch ziemlich nah, oder? Ja, aber eigentlich noch hinter einer Wand, aber irgendwie war das egal. Ja, ich war eigentlich auch in Sicherheit, aber... Wenn ihr verletzt geworden seid, könnt ihr in Sicherheit gewesen sein. Ray, kannst du mal schnell meinen Kopf machen? Ah, der Rad ist schon groß. Wollte ich gerade sagen, ihr dürft nicht vergessen, Ray spielt nicht mit kleinen Spielzeug, sondern immer mit den großen Dildos. Ach ja, oh. Ja, alles was, oh. Hab ich dich eben nicht genäht? Ja, genau die gleichen Stellen. 1:1, genau die gleichen. Aber auch so drei ballistische Trauma. Ich ja. hab hier direkt in der... Ich glaub, du bist mal zu. Oh, das sieht genauso aus wie eben. Das ja, ich sag dann genau. Ja. Also, als hätte jemand die Zeit zurückgedreht, weißt du? Ja. So, Jungs, wie sieht's aus? Wir gehen den Weg wieder zurück und müssen vorne rein. Ja, Michael ist quasi ein Totalausfall, dann brauche ich kurz einen Moment. Okay, bekommt ihr das da mit 4 Mann hin, dann gehen Kolonie schon mal vor und sichern den Weg nach vorne. Ich wollte irgendwie an irgendeine Mauer gehen wollen. Wo warst denn du? Hier, ich hab in der den Baum gelegen. Also gelegen. Das ist zu nah. Okay, das sah ich ein bisschen nah. Wir waren ja wenigstens da hinten hinter der Mauer. Ach, zum Baum hält das. Wer krabbelt denn da ganz gemütlich? Das ist ein Zivilist, war ja. Einfach abschießen, wenn du das nicht in dir sicher bist. Meine Wunden sind auch wieder auf, schön. Wow. Ja, auf uns zu. Er geht nicht weg. Ich glaube, das ist ein, der hat einen Sprengsatz an sich. Jetzt gerade ein gewisses Ding explodiert. Michael, du kannst deine Tourniquets abnehmen. Der sprengt für uns die Mauer weg. Diesen Spalt, da kommt die ganze Terrain. Okay. Da sind wir schon mit 6-7 Leute reingelaufen. Morphine und so brauchst du nicht, oder? Ah, noch einer. Nö. Achtung. Cool. Von dem EP, den ich dir eben gegeben hab. Passt das. Oh, was ist denn mit mir wieder los? Ja, mein Arm. Der hat auch schon so ein bisschen was von Kopf die Brust, ey. Bleibst du unten? Geht ihr weiter zurück, Jungs, wenn der Beschuss ist? Jo, weiter zurück. Brauchte ich auch vorhin. Ja, wir ziehen uns jetzt erstmal zurück. Wir machen es hinten in der Ecke, weil hier. Ich glaube, ich scheiße. Aber du kannst ja noch laufen, das ist ja alles gut. Seid ihr noch da oder seid ihr alle weg? Nee, alle da. Alle. Ihr Dr. Zhivago, ich habe immer noch Herzklopfen. Zwar langsamer, aber immer noch. So, wurde von hinten angegriffen noch. Ey, warum sehe ich die? Oh, ey. Ja, der hatte auch mich, Tor. Schon wieder? Ich habe einen Kopfschuss voll im Knie. Michael, was machst du denn? Ja, ich hab nichts mehr zu verarzten, ich kann nichts mehr. Das muss ja von hinten gewesen sein. Vor allem werden der so schlecht gesichert, die sind doch nicht schon lang gelaufen. Ja, na, das denke ich auch, weißt du. Ich dachte, ich stell mich hier hinter die Mauer, guck mal die Einschüsse an, weißt du.
Aua. Lauter Wehwehchen. Ich will auch nur ganz viel Mimimi drin. Alles richtig. So, machen wir den Micha noch zu. So. Ich kann auch ein bisschen warten. Boah, das ist gut, dass das Blut von eben immer noch reinläuft, Micha. Ja, ich hab's gesagt, das wird halt wieder ein Blutrekordtag. Tim, jetzt piek da nicht, jetzt bleib hier. Du weißt nicht. Ja, das scheint von Westen zu kommen, Bagowski. Okay, wir können auch ja gerne schneller laufen, ist kein Problem. Auf geht's. Können wir wegrennen tun? Ja, machen wir jetzt. Der Westen ist sauber. Und dann ist gut. Im Süden kommen immer wieder Kontakte rein. Gut, dann kommt jetzt weiter. Scheiß auf die Kontakte, bewegt euch zurück. Einer beim Laufen rund um die Rückraumsicherung übernehmen, dass wir jetzt hier weiterkommen. Wir stehen nämlich viel zu lange an einer Stelle. Mal ein bisschen Bewegung in die Sache reinbringen. Jungs, wir ziehen uns zurück, das hat hier keinen Sinn, wir kriegen da auch auf die Fresse. Come on. Ja, es hat keinen Sinn, wir brauchen da nicht versuchen reinzurücken, wir kriegen die ganze Zeit auf den Sack. Ja, genau, und dann schießt du vorne vor, guckst durch den Nebel raus und kriegst 20 Kugeln ins Gesicht gedrückt. Das ist Time, das bringt nichts. Kommen wir nicht weiter, ist leider so, nützt nichts. Ich meine, wir können es auf Wiegenbrechen versuchen. Also, nimm es durch Mauer, durch Wände, durch hier Büsche durch. Ich bin noch da. Ja, ich bin hier links im Compound drin, auf dem Dach. Ich hab schon der Welt umgegangen. Wir haben hier absolut keine Chance, ey. Nee, haben wir auch nicht. Ich versuch grad nochmal was. Bagowski, wir sollten uns den Weg weiter aus umsuchen. Da werden wir nie im Leben reinkommen. Das ist weiter außenrum nicht. Wir könnten theoretisch versuchen, diese Feindstellung da vorne zum Laufen. Wir haben uns komplett umlaufen schon. Wir gehen zurück. Zurück zu den Fahrzeugen erstmal. Wo ist das? Die sind sogar schon hinter uns, Leute. So, zurück zu den Fahrzeugen. Jetzt zurück zu den Fahrzeugen, alle. Sind die Dinger da eigentlich? Da sind nicht hier hinter rum, nicht hier, nicht hier vorne. Oh. Ja, da vorne von euch mal Gegner. Da vorne waren zwei, Vorsicht, gerade groß, gerade irgendeiner ist da gerade umgefallen. Ja. Rechts ist gerade einer umgefallen. Time, da vorne. Oh,
Fahrzeug, bewegt euch. Wieder angeschossen. Boah, heute Kugel fangen mich ja, ne? Ja. Ja, ich auch, Micha, ich auch. Rückzug, Männer! Fuck, Vorsicht, da ist eine Granate bei. In die Fahrzeuge rein, weg hier, los, 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 los. Nicht lang fackeln, scheißegal, welches Fahrzeug, einer steigt ein, alle steigen ein. Uli sitzt? Ja. Da ja. Okay, wir stehen auf der Straße. Ja, fahr. Hab ich eine. Wo ist nächster Treffpunkt? Erstmal Richtung WP4, Rückpunkt WP4 und Co. Ich hab kein Material mehr, ich verblute selber gerade. Wenn ihr mich verbindet oder wenn einer mich verbindet, dann kann, warte mal, Micha verbindet mich, er benutzt aber nämlich mein Material und dann verbindet einer Micha. So, wollen wir uns komplett zurückziehen, ja, ne? Das hat keinen Sinn davon. Wir ziehen uns komplett zurück, wir ziehen uns komplett in die Basis zurück. So verstanden. Ey, da haben wir absolut keine Chance gehabt, ey. Das war ein Eingang und da hockten sie alle vor. Vor allem, die sind hier ziemlich resistent heute. Hab ich den mitgenommen? Ne, der steht nur. Nützt nichts, man muss auch mal verlieren können, ne? Ja, was heißt, auch ein Rückzug ist ein Sieg. Genau, wir leben noch. Der Rückzug ist auch ein Sieg. Ja? Und da steht gleich der Sani-LKW. Quatsch, die stand immer schon da hinten. Hier steht gleich der große Sani-LKW. Das ist schon mal für dich, Micha. Also die sind das. Ja, genau. Sorgfältig ihre Kisten packen und dann fliegt das Fahrzeug wieder in die Luft. Ja, das ist doch immer, das ist doch im Werk so gewesen, oder? Wir packen die Fahrzeuge voll, fahren 500 Meter, jetzt macht's Knall und dann müssen wir sowieso ohne auskommen. Ja. Okay. Hat der Mörser gerade einen Beutel? Mutti! Ich lach wieder schlapp. Hallo, Kommando? Nee, hier ist keiner. Oh Mann! Das war aber Volltreffer, meine Fresse. Das gibt's doch nicht. Gibt noch irgendeinen, den wir retten können? Nein, nein. Nein, ach Gott. Oh. Micha? Das war aber. Das war ja ein Volltreffer, meine Fresse. Aber was war das jetzt? War das eine Mine? Nee, das war. Die Arti, die hat ja voll reingehauen. Echt? Meinst du? Nein, wo soll denn die Mine plötzlich hergekommen sein? Wer fliegt denn an der Luft rum? Da auf der Straße. Da hat Tarkovsky sie wieder aktiviert. Ich glaube, also zumindest habe ich irgendeinen habe ich hier links vorbeilaufen sehen und dann war Ende. Ja, richtig. Ich bin nach links gelaufen und da war definitiv nur eine ID, in die ich gerannt bin. Die hier, ne? Ich habe ja hier war alles. Also das hier sieht schon sehr nach ID. Da lag definitiv eine ID. Weil die ich ja aufgesammelt habe, die habe ich ins Auto reingelegt. Ach, Micha, ich bin hier wie oft vorbeigelaufen. Ja. Trey, ich glaube, hier liegt noch eine. Fahrzeuge werden nachgeführt. Guck mal da, hier links. Oh. So ein kleines Müllpäckchen. Boah. Nee, das ist Müll.